So, den Abschluss wird Max bilden. Wir sehen das jetzt alles nicht mehr so eng, dass wir sagen, ja, jeder hatte jetzt seine 3 oder 4 Songs und dann ist Schluss, sondern es soll ja ein gesellig unterhaltsamer Abend sein und wer wem noch nach gesellig Unterhaltsamkeit ist, der kann einfach sagen, Max, mach noch weiter. Und erst wenn der Letzte erschöpft auf dem Stuhl zusammensackt, machen wir dann Schluss. Max, ich bitte dich einfach, gib den Leuten den Rest. Ja, als Carina eben so schön aus ihrer Zeit, als sie noch minderjährig war, gesungen hat, da wurde mir es ganz warm ums Herz. Da wurde ich auch ganz wehmütig und da ist mir eingefallen, dass ich ja auch einmal minderjährig war. Es ist wahrscheinlich unheimlich lange her. In dieser Zeit, bevor es als Wunsch erfüllen geht, erfülle ich mir jetzt einfach selber den Wunsch und singe euch jetzt ein Lied aus meiner minderjährigen Zeit, aber ich war ganz knapp minderjährig, nicht allzu viel darunter. Und das Lied heißt Die allererste Liebe. Auf der geblümten Wiese, diesem Rasen mittendrin, lag unsere zuckersüße Klassenlehrerin. Sie lag da ganz alleine, keine Seele weit und breit. Für mich war es die Gelegenheit, mich ihr zu nähern und erkunden, wie es so geht, mitten in dem kunterbunten Blumenbeet ihr zu gestehen, dass ich schon so lange ihr Verehrer bin. Da freute sich die Lehrerin. Ich musste ihr versichern, brav zu bleiben, und darauf fing sie an zu kichern, und sie hörte nicht mehr auf. Ich malte ihr ein Herzchen auf ihre weiße Haut mit einem Blumenstiel, das hab ich mich getraut. Und als ich glaubte, fast am Ziel meiner Wünsche zu sein, fielen mir die Äuglein zu, ich schlief ein wenig ein. Doch hat sie mich nach kurzer Zeit, als hätte sie etwas vermisst, mit allen ihren Lippen wach geküsst. Da gab es keinen Weg zurück, sie beschenkte mich so reich. Und zu meinem Glück wurden mir nur die Knie weich. Wir waren uns auf einmal so ungehörig nah. Ihr war es Gott sei Dank egal, dass ich noch minderjährig war. Das erste Lied, das gleich am Anfang an mich herangetragen worden ist, das hat Petra sich gedacht, oh ja, Lili Marleen, das möchte ich endlich mal wieder hören. Lili Marleen habe ich einstudiert für meine Mama eigentlich, weil ich habe ein ganz, mein traurigstes, aber für mich auch schönstes Lied, das heißt Letzte Begegnung, das habe ich für meinen Papa geschrieben und hat sie gesagt, ja, sie möchte aber auch so ein Liebeslied haben, aber mein Papa, das war halt ein Lied, als er dann im Sterben lag, und wenn er wollte, ich singe gerne meine ganz, ganz traurigen Lieder, das ist ein sehr schönes Lied, so wie Tears in Heaven, aber halt traurig eben. Und dann hat sie sich gewünscht, dass ich für sie auch ein Lied schreibe. Und ich habe gesagt, es werden nur Lieder geschrieben für Frauen, entweder nach Vollzug oder wenn sie tot sind. Und dann hat sie gesagt, okay, dann wünscht
sie wünscht sich dann eins, was ich für sie einstudiere. Das war dann die Lili Marleen. Das habe ich dann auch gemacht, ihr dann geschickt. Und dann hat sie gesagt, da fehlt was. Da heißt immer am Anfang bum, 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 bum und hinterher auch bum, 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 bum. Mir war das völlig überhaupt nicht klar, wie ich mir meine jüngste Schwester Pia dann sagte, ja, das war damals halt, da war immer so gegen 5 Uhr, da wurde die Lili Marleen gespielt, in allen Ländern eigentlich, da, die BBC hat das verbreitet, da hatten die vorher ihre Nachrichten und den Wetterbericht und der hat halt geendet mit bum, 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 bum und dann haben die alle ihre Waffen erstmal hingelegt und alle der Lade zugehört und danach haben sie sich halt wieder weiter totgeschossen. So. Und deswegen habe ich dann diesen Irrtum korrigiert und jetzt geht mein Lied halt so los. Ne? Ob ich die Geigen dazu machen? Hat mit dem Lied nichts zu tun, das ist nur, wie gesagt, das Pausenzeichen der BBC. Vor der Laterne, vor dem großen Tor, stand eine Laterne und steht sie noch davor. So wollen wir. Habe ich jetzt Laterne gesungen am Anfang? Da muss ich nochmal von vorne machen, schon wegen meinem hübschen Video. Also nochmal von vorne. Übrigens, das Lied Lili Marleen, das ist eigentlich, wir kennen das nur von Frauen von Dahle und von unsere super tolle Marlene Dietrich. Aber eigentlich ist das ja ein Lied, was ein Mann singt. Da singt ja die Lili an. Das ist nicht so wie einst Lili Marleen. Die hat die Vorsicht und singt wie einst Lili Marleen. Er spricht mit ihr. Das wissen die wenigsten. Mir war es auch nicht klar. Als mir es klar wurde, habe ich den ganzen Text endlich mal richtig verstanden. Und es gibt, ich kenne es in keiner Version, dass es ein Mann singt. Jedenfalls nicht bei uns auf Deutsch. Aber eigentlich singt es der Mann. Das bin jetzt ich. Also. Vor der Kaserne, vor dem großen Tor, stand eine Laterne und steht sie noch davor. So wollen wir uns da wiedersehen, bei der Laterne wollen wir stehen, wie einst Lili Marleen, wie einst Lili Marleen. Lili Marleen. Unserer beider Schatten sahen wie einer aus, dass wir so lieb uns hatten, das sah man gleich daraus. Und alle Leute sollen es sehen, wenn wir bei der Laterne stehen, wie einst Lili Marleen, wie einst Lili Marleen. Lili Marleen. Schon ruft der Posten, sie blasen Zapfenstreich, komm ab, das kann 3 Tage kosten, ich komm ja gleich. Da sagten wir auf Wiedersehen, wie gerne wollte ich mit dir gehen. Mit dir, Lili Marleen, mit dir, Lili Marleen. Deine Schritte kennt sie, deinen stolzen Gang, allabend brennt sie, doch mich vergaß sie lang. Und sollte mir ein Leid geschehen, wer wird bei der Laterne stehen? Mit dir, Lili Marleen, mit dir, Lili Marleen. Lili Marleen. Aus dem kühlen Raum, aus der Erde Grund, heb mich wie im Traume dein verliebter Mund. Wenn sich die späten Nebel drehen, werde ich bei der Laterne stehen, wie einst Lili Marleen, wie einst Lili Marleen. Lili Marleen. Geht das Gemetzel jetzt also wieder weiter.